den totalen Umbau bedeutet. Da bleibt kein Stein auf dem anderen. Dann ist klar, dass es das grüne Wachstum nicht geben wird, sondern was wir hier haben werden, ist grünes Schrumpfen. Das heißt, wir müssen raus aus dem Kapitalismus. Also wenn man das erstmal kapiert hat, okay, Ökoenergie bleibt knapp und teuer, dann ist natürlich die interessante Frage, wofür reicht sie und wofür nicht? Sie wird nicht reichen fürs Flugzeug. Und zwar gar nicht, egal ob es Kurzstreckenflüge sind oder Langstreckenflüge. Also wenn wir hier wirklich klimaneutral werden wollen, dann ist das mit dem Fliegen vorbei. Aus meiner Sicht wird die Ökoenergie auch nicht für die privaten Autos reichen. Das E-Auto ist aus meiner Sicht eine Sackgasse. Man kann ja auch Bus fahren. Ja, dass die Banken, so wie wir sie kennen, keine Zukunft haben. Gleiches gilt für Lebensversicherungen, nicht? Denn da ist, wissen Sie auch, ist das Prinzip, ich zahle ein und hinterher will ich mehr raushaben. Aber dieses mehr bedeutet Wachstum. Mit Schrumpfen geht das nicht. Man braucht keine PR-Agenturen, man braucht keine Messelogistiker, man braucht keine Grafikdesigner. Das sind alles Bereiche, die eigentlich dann überflüssig sind. Millionen von Menschen brauchen dann neue Arbeitsplätze. Also es wird auch neue Arbeit geben. Ein Windrad lässt sich ja nicht von selbst aufbauen und auch der Ökolandbau, den man dann braucht. Also industrielle Landwirtschaft hat auch keine Zukunft. Die Wiederaufforstung des Waldes und so, da sind viele, viele Menschen beschäftigt. Nur da gibt es dann wieder ein Missverständnis, das sehr häufig ist. Nämlich die Leute denken, okay, dann habe ich ja Arbeit und dann habe ich das gleiche Einkommen wie jetzt. Nee, man hat Arbeit, aber eben nicht das gleiche Einkommen, weil es gar nicht die gleiche Menge an Gütern gibt, die man noch konsumieren kann. Hier haben wir einen sehr ausgebauten Kapitalismus, der auch wächst. Und hier ist das Ziel eine Kreislaufwirtschaft, wo man nur noch verbraucht, was man recycelt, die viel kleiner ist. Und die Frage ist, wie kommt man aus einem dynamisch wachsenden Kapitalismus, der groß ist, in diese kleine Kreislaufwirtschaft, die dann auch tendenziell nicht statisch ist, aber klein bleibt. So, wo ist hier eigentlich die Brücke, die Transformation? So, und genau dieses System, eine private, also eine staatlich gelenkte Privatwirtschaft, wo man sich entscheidet, was in dieser kleinen Kreislaufwirtschaft noch produziert wird, plus Rationierung, das ist unsere Zukunft. Ich habe ja gesagt, ich finde den Kapitalismus eigentlich super, aber aus meiner Sicht gibt es überhaupt gar keine andere Möglichkeit mehr, um geordnet aus dem Kapitalismus auszusteigen und Klimaschutz zu betreiben. Hier, der Robert, der alte Sack. Nix da. Ohrenkrebs kriegen von der Tante. Jetzt durchziehen. Na, du hast eben ein paar Fragen gehabt, Robert, und die wollen wir mal zusammen beantworten. Robert hat gefragt, du, Anthony, warum haben wir eigentlich die höchsten Spritpreise in Europa? Stimmt nicht ganz. Schweden ist noch höher, aber Schweden war schon immer höher. Also eigentlich hast du recht. Und dann hast du gefragt, eine Mehrheit in Deutschland ist doch für eine Laufzeitverlängerung der AKWs. Warum macht dein Kumpel Robert das nicht? Und ich sag's dir, das ist natürlich der ureigenste Gedanke der Grünen, auf AKWs grundsätzlich zu verzichten, was um uns herum passiert, dass die Schweiz ein Endlager jetzt tatsächlich an der Landesgrenze von Baden-Württemberg plant. Wir werden alle sterben. Ist halt so, können wir nichts gegen machen, auch wenn die Umweltministerin Frau Lemke das total blöd findet. Der sagt der Schweizer, fuck you, ist mir egal. Und du hast natürlich recht, wir haben Wahlkampf in Niedersachsen. Ne? Deswegen muss natürlich das in Niedersachsen sofort vom Netz. Und dann ist der Hammer, da hast du vollkommen recht, Holzverbrennung. Haben wir vorhin schon gesagt, die EU möchte am 14. darüber entscheiden, ob man einen nachwachsenden Rohstoff, nämlich Holz, überhaupt noch verbrennen darf. Soll weg. Wahnsinn, wenn wir kein Öl mehr haben, kein Gas mehr haben. Und dann, der Deutsche Städtetag warnt ja tatsächlich vor Blackouts, weil dann die über 700.000 nur in diesem Jahr verkauften elektrischen Heizungen gleichzeitig in die Steckdose reingeknallt werden und dann macht's Boom. Und dann ist Deutschland nämlich duster. Aber das müssen ja Verschwörungstheoretiker sein, wenn du das sagst, bist du vollkommen irre. Und dann hast du eine gute Frage gestellt. Wenn jetzt diese gute Tante recht hat und dann alles einstampfen will, ja, auch Ökolandbau überall und ganz klein, partiellig, nachhaltig, Kreislaufwirtschaft und so weiter, das ging vielleicht 1950, da hatten wir noch 2,5 Milliarden Menschen, 1970 3,7 und du weißt es jetzt 8 und bald 10. Wie, keine Ahnung, wie es gehen soll. Und der Irrsinn überhaupt ist ja, dass ich heute gelesen habe vom ZDF Frontal, dass wir immer noch an Gazprom überweisen. Das ist ja der Wahnsinn. Doof, ne? Und das ganz Interessante habe ich gelesen heute, ist nämlich der Chef des Lebensmittelverbandes, der gesagt hat, niemand kommt auf die Idee, dass wenn die Düngermittelproduktion ins Wanken kommt, am Ende kein Sprudel mehr auf dem Tisch steht. Wie meint ihr das? Für die Produktion von Kunstdünger braucht man Ammoniak. Und ein Nebenprodukt von Ammoniak ist nämlich Kohlendioxid. Und wenn also weniger Kunstdünger produziert wird, gibt es kein CO2. Und dann haben wir ein Problem.
Weltweit trinkt niemand so gerne Sprudel wie der Deutsche. Ohne CO2 auch keine, können keine Schweine geschlachtet werden, weil du weißt es, die werden damit betäubt. Und dann haben wir einen Schweinestau. Und jetzt kommt dann, die Bauern produzieren aber nun mal die Schweine. Man braucht das CO2 aber auch, und das ist der Hammer, für die Verpackung von Lebensmitteln, um die länger haltbar zu machen. Oder für die Herstellung von AdBlue. Und das ist keine Sau, weil keiner weiß, was AdBlue ist von den Politikern, glaube ich, weil die ja noch nie getankt haben. Aber ohne AdBlue kein LKW, kein Trecker, aber auch kein Auto. Haha, aber ist egal. Die Tante will, dass wir zu Fuß gehen. Für die.